Wenn das der Grund für deine Verbannung ist, glaube ich nicht, dass du jemals Erlösung finden wirst. Du hast das sicher nicht gewollt, aber deine Revolution führte doch zu all dem. Aber vielleicht verdient jeder eine zweite Chance. Komm, wir sind ein Team, du und ich. Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Lost Amber. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Der Lichtbold ist wieder an unserer Seite. Mir ist so ein Steinchen vom Herzen gefallen, als ich gesehen habe, dass er rumgedreht hat, dass er gesagt hat, jeder hat eine zweite Chance verdient. Wir sind ein Team. Ich helfe dir. Und er hat auch tatsächlich eine Idee, wo wir eventuell um Vergebung bitten können. Mich war wirklich, wirklich erleichtert und fröhlich, dass der gestern wieder zurückgekehrt ist. Unsere Reise geht heute weiter. Ich nehme an, wir müssen hier direkt mit Maulwürfle uns buddeln. Nee, da kann man nicht buddeln. Maulwürfchen, zeig mir den Weg. Jetzt bin ich hier in so eine Kuhle hier reingerannt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ist da vielleicht ein Durchgang? Der Tempel. Wir müssen praktisch wieder einen Tempel finden. Hier sind wir durch. Guck dir das an. Da, da, di, da, da. Ich bin jetzt echt ein bisschen fröhlicher. Ich dachte schon, der ist weg. Aber er hat ein gutes Herz. Er hat ein gutes Herz und so ist es richtig. Da ist er. Guck. Da geht es auch weiter. Da hinten ist die Barriere. Da gehen wir jetzt gleich durch. Ist das ein Wombat da vorne? Ist ein Wombatler, gell? Sah kurz aus wie was anderes. Ich muss kurz rein ins Tierle. Das sieht ja aus wie ein Mäusle, gell? Das ist was anderes, Leute. Das ist was anderes. Es kann nicht viel, also springt halt ein bisschen vor sich hin. Da, da, die. Oder? Der hat doch eine eingedrückte Schnauze vorne und die Wombats hatten eher so Spitznäsle. Komm mal her, ich nehme dich mal ein bisschen mit. Wenn wir jetzt auch nicht ganz so schnelle sind. Jetzt bin ich echt ein bisschen überlegt, aber das sieht anders aus, ne? Das sieht ja aus wie so Erdfägel oder so. So. Ja, er hüpft auch wie ein Kanickel, ne? Komm mal her. Darf's gehen. Oh, das Bein noch hinten hochgestreckt kurz. So, weiter geht's. Nächster Abschnitt. Klatsch. Was hätte er eigentlich gemacht, unser Lichtbollen, ohne uns, wenn wir die Barriere nicht weiter durchbrochen hätten? Hier sieht's wieder aus. Oh, da kommen da Fische runter. Da gehen wir rein, Leute. Was haben wir für Fischle? Andere. Das sind jetzt andere Fische. Kann man mit denen outdashen? Ja, die werden dann auch schneller. Wasserfallsprung. Yeah. Oh. Bleib in der Bahn, Diggerle. Herrlich. Ich liebe diese Einlagen. Ich mag das. Das ist so schön gemacht. Hier rum. Guck mal. Spring mal. Hä? Nach oben und? Ich wechsle mal den Fisch. So, und jetzt? Jetzt bin ich auch wieder vorne. Zieh dir das rein. Alter, ist das eine geile Rutsche. Ich will darüber. Ah, schade, abgebremst. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Und dashen und... die Seite gewechselt. Oh, Fischler. Wahrscheinlich ist er nicht mehr der Fitteste, bis ich fertig bin mit ihm. Und wechseln. Jawohl. Okay, hier geht wieder was raus. Hier geht's raus. Und kommt nochmal ein Sprung. Guck dir das an, wie die an uns vorbeizischen. Da dash ich aber jetzt. Die überhole ich. Ach du, hier drüber. Oh nein, das ist zu trocken hier. Aber er flitscht noch. Er flitscht noch. Absolut geil. Schön. Da vorne ist was. Da vorne ist was. Kolibris, oder? Da hätte man eine Blume entdecken können. Aber hey, frag mich mal, wie ich da hin soll. Komm, ich dash nochmal hier rüber. Ist das cool. Ist das cool. Rüber. Jawohl, bist vorbeigezogen. Von mir aus brauchst du gar nicht aufhören. Ja. Bounce. Guck dir das an. Und unser Lichtbollen gut mitkalten, der Alterle hier. Schöne Geschichte. Oh, der Fisch, der ist schön animiert. Der gefällt mir. Hier, guck mal. Da habe ich nämlich eins unterwegs gesehen. Zwei Stück haben wir davon jetzt. Und einen habe ich gerade eben liegen lassen müssen. Lass uns mal gucken, wo wir sind. Ich mag diese Parts. Okay. Na komm, wir genießen es, wenn wir schon ein bisschen unter Wasser sein können. Oh. War da gerade was im Baumstämmle drin hier oben? Guck mal.
Da ist ein Pilz drin, ne? Boah, ob man da reinspringen kann mit dem hier? Ich muss erst mal gucken. Ich glaube, das geht, wenn man übt, oder? Aber da will ich jetzt halt keine halbe Stunde lang rumüben. Es ist nämlich nicht so einfach, den hier zu drehen. Ah, vielleicht von der anderen Seite? Oder von hier innen drin vielleicht? Ah ja, guck mal. Da kommst du auch ran. Wer hätte gedacht, dass wir den Pilz heute erwischen, oder? Ich würde ja gerne durchs Loch hier rauskommen. Das macht er nicht. Sehr geil. Und weiter geht die Reise. Ich finde es schön, dass man jetzt auch mal ein anderer Fisch war. Sind schon viele Tierchen auch drin, die man so bedienen kann. So, ich muss jetzt aufpassen. Den letzten habe ich nämlich tatsächlich selber. Ne, als ich gesagt habe, es war nicht mein Fehler, da habe ich das Fischl aufs Trockene gesetzt. Ich wusste, dass ich nochmal gewechselt habe. Habe ich vergessen gehabt. So, Lichtbollen, schön, dass du dabei bist und danke fürs Lichtspenden. Hier ist auch wieder ein Pilz. Oh, jetzt stehen sie aber dicht beieinander. So, den nehmen wir natürlich auch mit. 11 Stück haben wir von denen gefunden. Gut, die sind nicht ganz so selten gewesen. Seid ihr da? Habe ich euch zugeschalten? So, weiter geht's. Vielleicht erreichen wir diesen Tempel, von dem unser Lichtbollen gesprochen hat, und wir kriegen tatsächlich die Befreiung. Wobei ich immer noch der Ansicht bin, dass er nicht nur falsch gehandelt hat. Ne? Vielleicht ein bisschen energisch. Aber guck mal, was da auch los war. Ne? Okay, guck mal, wieder sehr imposant hier. Da fliegen diese Papageien, glaube ich. Da unten leuchtet ein Weg. Die leuchten den Weg aus bis zum nächsten Feuer. Hast du gesehen? Lichtbollen, was sagst du dazu? Ein Haus und eine Erinnerung. Ja. Hast du schön erkannt. Guck mal, hier sind auch so Glühwürmchen, oder? Die wollen wir natürlich sehen. Ah, oh, schön. Ja, herrlich. Guck dir das an, wie das hier alles in die Höhe flitzt, wenn wir vorbeilaufen. Ach, toll. Das ist überall, nicht nur da, wo es leuchtet. Oh, wie cool, wir ziehen hier voll die Kreise. Macht der Lichtbollen auch welche? Ja, guck mal, der macht eine kleine Spur. Oh, wie schön, und es leuchtet ewig nach. Spring rüber. Gucken wir mal, ob es drüben auch leuchtet. Hier ist nicht so stark der Effekt. Ne, hier ist gar kein Effekt. Da gehen wir wieder rüber ins Licht. Wir gehen zurück ins Licht. Jetzt hast du es geschafft mit einem Sprung. Jetzt sind sie wieder da, guck. Warte mal, da kann ich rein. Da war Tierle irgendwo. Ich wechsle mal. Jetzt bin ich wahrscheinlich eins von diesen kleinen Würmlern. Ich sehe noch nicht mal, welches ich bin. Jetzt bewege ich mich wohl rückwärts. Ja, wir sind jetzt eins von den kleinen Würmlern, Leute. Die haben allerdings nicht viel Speed, aber wir können Teil dieses Ganzen sein. Guck mal, wie sie nach oben aufsteigen, ne? Herrlich. Oder hänge ich jetzt gerade fest, weil ich komme nicht mehr in meinen Wolf. Fähigkeit nicht verfügbar. Ich komme nicht mehr raus, Leute. Irgendwo da bin ich, ne? Scheiße. Nee, ich komme nicht mehr raus. Klitschen wir jetzt irgendwo drin. Ich muss nochmal starten. Hilft nichts, ne? Checkpoint neu starten. Schade. Ich dachte, ich bin jetzt ein Glühbirbler, kann rumflitzen, ne? Also gut. Schön, dass der Checkpoint so nahe liegt. Ich probiere es natürlich nochmal. Wir müssen nur gucken. Die sind nämlich nicht überall. Das ist bestimmt ein Fehler. Ich lasse es mal lieber. Ihr habt ja gesehen, ich bin festgehangen. Ich kam nicht mehr in meine Gestalt zurück. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich habe das Gefühl gehabt, für einen Moment, ich war ein Glühwürmchen. Kann ich jetzt auf meinen Zettel der Dinge schreiben, die ich getan habe? Als Glühwürmchen durch die Felder. Nicht geflitzt, sozusagen. So, dann gucken wir mal hier. Da drüben ist ein Pilz, den hole ich mir als allererstes jetzt mal. Hat er jetzt hier durchgeschimmert? Ah ja, der hat hier durchgeschimmert. Den schnappen wir uns. So. Von denen haben wir echt schon ein paar gefunden jetzt. Und ich meine, da hinten wäre noch einer gewesen. Lass uns da auch mal kurz gucken.
Da ist auf jeden Fall die Barriere aufgebaut. Die bricht dabei ja dann mit der Erinnerung. Ne, es sind nur Blumen. Also gut, dann lass uns rausfinden, was es hier zu entdecken gibt. Davon ist noch ein Relikt, das holen wir uns auch zunächst. Komm. Immer in den Ruinen auch schauen. So. Was finden wir? Stößel. Geh ins Reliktmenü. Ja, machen wir natürlich. Wir lesen uns das alles durch. So, Stößel. Ein Stößel zum Zermahlen von Gewürzen. Dann sollte irgendwo auch das Gegenstück sein. Ah. Meißel dann, oder? In dem Fall. Die Frage ist, ob der hier irgendwo dann verborgen ist. Oder, ja, guck mal, hier ist noch ein Ruinenstück. Da leuchtet es doch, oder? Nee, leuchtet nicht. Ja, wer weiß, wo sich der befindet. Hier kommst du nicht durch, ne? Komm mal, wir gucken wenigstens, ob wir alle Ruinen haben. Da war ja der Pilz drin. Da oben ist die Barriere. Ja, der wird irgendwo verborgen sein. Da drüben. Guck mal. Stößel. Haben wir gefunden. Wie schön. Ein Stößel zum Zermahlen von Gewürzen. Dann sollte irgendwo das Gegenstück sein. Haben wir gefunden. Haben wir ja ein Pärchen jetzt zusammen hier. Herrlich. Jetzt haben wir uns das Feuer verdient. So, zurück. Bin gespannt. Muss draufbleiben. Ist das ihr Versteck gewesen? Auf hier langsam reinlinst. Da sitzt sie allein. Du siehst bestürzt aus. Das solltest du auch sein. Der Preis war viel zu hoch für diese Revolution. Wie sie sich zurückzieht. Schöne Geste. Oh, wir sehen auch die Gegend bei hell. Das sind die Wombatsis, sie haben ein flaches Näsle. Sind die jetzt da? Was hat das zu bedeuten? Da ist die Erinnerung wieder verblasst. Komm mal her, Digga, ich muss das kurz jetzt wissen. Gell, du hast ein flaches Näsel. Das andere war nämlich was anderes. Jo. Oh, jetzt bin ich automatisch raus aus dem Tier. Wahrscheinlich, weil ich ihn ins Wasser gesetzt habe. Das sollten wir bestimmt nicht machen. Des Herrschers haben doch überall nach euch gesucht. Haben sie ein Feuer gemacht? Die muss klar gewesen sein, dass sie euch so von überall sehen konnten. Vielleicht wollte sie erwischt werden. Manchmal kann man auch mit seinen Lasten nicht leben, ne? Halt, Relikt. Huch, hab ich vorbeigeschammt. Kalanis Messer haben wir gefunden als Relikt. Ihr eigenes. Kalanis Messer, obwohl sie nie jagen ging, liebte sie ihr Messer, da sie es von ihrem Vater bekommen hatte. Und dann hat sie es weggeworfen. So, die Barriere ist durch. Es geht weiter. Sobald irgendwo Licht ist, wenn es Lichtpilze sind, egal welche Art, muss man irgendwie hinlaufen und schauen, ne?
jetzt sind wir wieder in der Höhle unterwegs. Um jede Ecke kann hier eine Überraschung warten. Unser Lichtbollen. Ich bin so happy, dass der wieder da ist. Er ist nicht wirklich nachtragend. Das ist gut. Schön. Hier wird's Wasser tiefer, ne? Okay. Aber kein Fisch. Ich begreife es immer noch nicht. Kilo Tassi in Schutt und Asche. So hieß die Stadt, oder was? Sie war so wunderschön. Kilo Tassi? Der Höhepunkt der Janrana-Architektur. Schon immer bewunderte ich die brillanten Köpfe, die diese erstaunlichen Gebäude erdachten. Aus dem Nichts erschufen sie die wunderlichsten Strukturen und Gebilde. Ich habe nie verstanden, wie sie das machten. Schön, dass er uns unterhält auf dem Weg, ne? Auch wenn wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen kriegen können schon wieder. Oh, hier müssen wir wechseln. Da ist da noch was. Ah, meine Maulwürfe. Ich nehme natürlich das Maulwürfle, ne? Obwohl ich die Wombats echt cool finde. Aber das Maulwürfle ist halt einfach nur ein Plus Ultra. Oh. Oh. Eine Riesenbaustelle. Eine Riesenbaustelle. Sieht so aus, ne? Als wären hier überall Gerüste aufgebaut. Ich bin gespannt, was das war früher. Hier unten müssen Hunderte von Menschen gearbeitet haben. Ja. Sowas entsteht nicht von heute auf morgen. Und auch gestorben sein, wie es aussieht. Was haben die da gemacht? Ist das wieder diese Schlacke da im Wasser, von der wir es schon mal hatten? All diese Gerüste. So weit entfernt von Kilo Tassi wurde geschürft? Interessant. Sieh, wie sie den Berg zugerichtet haben. Glaubst du, die Mine ist während der Aufstände eingestürzt? Wahrscheinlich waren es wir. Weißt du, Lichtbollen? Im Moment sind wir nämlich so ziemlich für alles verantwortlich. Aber was... Schürfen ist ja auch schon wieder so eine Geschichte, ne? Da gibt's ja auch... Ist das Unheil doch schon wieder vorprogrammiert? Wahrscheinlich hat der König hier schürfen lassen. Abseits der Stadt. Sodass die etwas wohlhabendere Bevölkerung das gar nicht mitbekommen hat. Okay, hier sind unsere Abenteurer auf ihrer Flucht durchgekommen. Langsam. Dass wir keine Eingänge verpassen. Okay, hier ist ein bisschen heller erleuchtet. Und da vorne liegt was Goldenes. Wahrscheinlich ist es Gold, ne? Die haben bestimmt nach Gold geschürft. Guck mal. Ich kann es allerdings nicht berühren oder so. Hier sind überall Goldbrocken, Golderze. Massiver Hammer. Mit sowas habe ich ein bisschen gerechnet jetzt. Das ist der normale Hammer. Ich nehme fast an, dass die ganzen Lücken noch unterwegs hättest finden können. Ne? Ein sehr großer, stabiler Hammer. Da finden wir bestimmt auch noch einen Meißel. Okay, also hier ist eine Goldmine, definitiv. Stopp. Immer mal einen Blick rein riskieren. Vielleicht haben die aber auch nur mit dem Hammer das Zeug rausgehauen. Muss ja nicht zwingend sein, dass sie es gemeißelt haben. Ne? Auf jeden Fall hat der König hier seine Leute beschäftigt. Die Ärmsten der Armen wahrscheinlich wieder. Ob Kalani das gewusst hat? Bezweifle ich gerade ein bisschen. Da vorne ist noch ein Relikt. Mal gucken, was es ist. Kreuzhacke. Die Kreuzhacke haben wir gefunden.
Eine Spitzhacke ziemlich abgenutzt. Entweder hatte sie einen harten Job oder sie war nie sehr widerstandsfähig. Schön. Da ist die Spitzhacke personalisiert worden. Bams hat sie ihre Gefühle gekriegt. Okay, weiter geht's. Aha. Sie sind mal wieder geklettert. Sie zeigt auf irgendwas. Ah. Ist das ihr Vater? Der mit dem Mandel? Ja. Klar, die verfolgen sie. Pflichtbewusstsein. Da wissen wir schon mal wieder Bescheid, ne? Was ist das Kleine hier, was das saust? Ein Funken. Komm, wir machen da mal noch einen Abstecher hin kurz. Ja, das ist ihr Vater mit seiner Truppe, ne? Naja, Trüppchen. Eine Truppe ist es nicht. Eher Trüpple. So, wenn die geklettert sind, wie kommen wir hoch? Hier durch oder was? Bombardle. Das steht schon parat. Hier müssen wir durch. Okay. Hallo. Das Gesichtle ist super. Das Gesichtle ist super, weil kann ich so mal hin so? Hallo, guten Tag. Liebe Community, willkommen im Verlies. Ist ja gut. So, Alter, aber du bist nicht der Schnellste, gell? Du bist aber gemütlicher. Oh, ein Wasserfall wieder. Erinnert ihr euch noch an die erste Folge, wie wir rausgekommen sind aus dieser einen kleinen Minischlucht? Und auf den weiten Feldern erstens das erste Mal unterwegs waren. Die kleine Ente. Wie tief wir jetzt in der Story hier schon drin stecken, ne? Okay, die sind weggerannt. Natürlich, Waffen. Selbst auf der Flucht. In Unterzahl. Da rennt man. Hier liegt jetzt nirgendwo noch ein Pilz oder sowas rum, ne? Hier. Stückchen Hoffnung. Lichteinfall. Geht's runter? Ziemlich tief. Ich habe einen Vogel gesehen. Ich sehe mehrere Vögel. Wow! Das nehmen wir heute noch mit. Ja, da müssen wir jetzt einer von denen werden. Um hier rauszukommen. Schön, wie bunt. Ich drücke auf Übernehmen. Wen haben wir erwischt? Ah, herrlich. Schön die Riesenschwärme. Oh, herrlich, herrlich. Ich will oben durch. Nee, in die Mitte, in dem Kleinen. Ich möchte durchs Kleine. Jo. Ach Gott, ist das schön. Ah, der kleidet auch so herrlich. Hier will ich noch mal kurz. Ich will noch nicht aufhören. Vogel! Ja, Vogel! Hier unten durch. Oh, der kriegt das Speed drauf. Guck mal, seid ihr an den Flügeln. Herrlich. Da oben möchte ich gucken. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Lichtbollen, Alter, ich kann auffliegen. Guck, guck. Da hinten müssen wir durch. Ich guck mal, ob ich. Hier, ne? Ziemlich klappe Öffnung. Ja, da müssen wir durch, Leute. Das war schön jetzt. Ist halt jedes Mal so ein kleines Erlebnis. Kapitel 5. Weiler. Okay.
Jetzt sind wir im in den Outlands, oder? Guck mal. Krass. Ja, fliegt mal ein Stückle voran, dass ich... Was sind denn das hier für welche? Oh, wie schön. Guck mal. Oh, herrlich. Meine Lieben, das war eine wunderschöne Reise bis hierher. Die Traurigkeit von gestern ist ein bisschen verflogen. Wir werden hier morgen direkt weitermachen an Ort und Stelle. Ich genieße noch so ein ganz kleines bisschen den Papagei. Der hat nämlich einen unheimlich coolen Stutzflug drauf, oh. Guck mal. Herrlich. Komm doch mal runter. Alles klar. Ich freue mich auf die Runde morgen. Ich glaube, jetzt haben wir eine schöne Folge auf jeden Fall wieder vor uns. Die Geschichte geht natürlich weiter. Guck mal, da hinten ist noch die City. Aber sie ist hinter Sand verborgen. Ne? Ich glaube, dass wir hier in diesem freien Gelände das ein oder andere Coole jetzt noch entdecken werden. Ich freue mich sehr drauf. Vor allem auf die Kollegen hier unten. Die machen wir morgen gleich als allererstes. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, dass ihr die Reise mit mir geht. Bis morgen.